Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil 2. Ne, 3 sind wir schon. Wir schauen jetzt mal hier ein bisschen rum. Jetzt haben wir wieder Platz. Zeug mitnehmen. Du bist ja leicht angeschlagen. Ach komm. Jetzt das mal. Dann haben wir wieder mehr Platz. Vielleicht geht's ja auch gut soweit. Schauen wir uns hier im Büro von Herr Barth nochmal um. So, haben wir den Sprengstoff? Haben wir damit alles? Jawohl. Ordnung. Dann. War hier noch was mitzunehmen? Wahrscheinlich auch wieder. Ja, mal gucken, wie viele Zombies jetzt da drin sind. Hallo? Oh. Ist. Haben wir eine Granate? Wir haben eine Granate. Hanti, Hanti. Ei, ei, ei. Wo ist er denn? Da ist er. Schön. So, hier hat Carlos ja schon aufgeräumt, aber wir haben hier noch ein Schloss zu knacken. Dankeschön. Wäre bestimmt auch nützlich gewesen. Damit hätten wir hier alles, im OP-Saal haben wir alles, in den Innenhof müssen wir noch. Das heißt, wir sollten nach oben. Aber war das eventuell den wir mit Carlos leben gelassen haben? Weiß ich gar nicht. Hätte sein können, dass der nochmal spawnt. Oder es kann auch sein, dass ein anderer ist. Gut, dann schauen wir hier oben mal nach. Dann haben wir Wäschekammer, Behandlungszimmer, Krankenzimmer und Belegschaftsraum noch. Könnten hinten auch nochmal. Ich glaube, das machen wir. Ne, können wir nicht, weil wir da erstmal außen rum müssen. Hallo? So, hoffen wir, dass hier nicht noch allzu viel Hand da rumrennen. Ich glaube, so viel wird's nicht werden. Sonst hätte ich die Granaten gerade nochmal weggelegt. Okay. Schießpulver. Das war alles hier. Schauen wir hier nochmal nach. Ich glaube, hier war noch ein Schloss, oder? Nicht alles täuscht. Ja, genau, hinter in der Wäschekammer. Behandlungsraum ist wahrscheinlich auch noch irgendein. Irgendein Schießpulver oder so. Oh, wir haben doch gar nicht mehr so viel Platz, sehe ich gerade. Option. Damit dürfte unser Inventar voll sein, ja. Okay. Dann also doch nochmal zurück zur Kiste. Was haben wir denn eigentlich alles dabei, was das so voll müllt? Aber dann sonst hier oben an den Belegschaftsraum, da müssten wir auch nochmal gucken. Na gut, das liegt direkt nebendran. Dann machen wir das vielleicht gerade noch.
Hier müssen wir dann gleich noch einmal. Ups, da sind wir schon im Belegschaftsraum, ne? Ja. Jetzt steht ihr auf, ne? Verschwende wieder zu viel Munition. Wiedersehen. Ich bin ausgewichen, verdammte Kacke. Mann! Das ist mal gut hier. Jetzt reingucken können wir mal. Wo wir Glück haben, war das das letzte Schloss. Und wir können den Dietrich wegschmeißen. Na? Jawohl. Sehr cool. Dann haben wir auch hier alles. Okay. Schuss hier drin verbraten. So, speichern werde ich dann aber tatsächlich gerade danach erst. Du kommst noch weg. Du kommst weg. So, Hallöchen, wir haben wieder ein bisschen Platz. Schauen wir mal, was wir jetzt noch Schönes hier drin finden werden. So, euch hat es ja zum Glück zerlegt. Wenig Sprengstoff, das war's, ne? Ja, gut, haben wir hier alles. So, dann würde ich gerne mit dir nochmal runter. Wenn ich hier rausgehe, komme ich hier unten an. Und es ist ja eigentlich nichts mehr, bis auf das da. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Ach nee, warte mal. Vielleicht können wir dir irgendwo durchkrabbeln, was Carlos nicht geschafft hat, weil der ein bisschen zu breit ist. Also nochmal nach oben bitte. Ich glaube, da war was, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da nicht, da auch nicht.
Ne, da kommst du aber auch nicht vorbei. I think I can squeeze by. Alles klar, nehmen wir das mal. So ein süßer Hase. Okay, genau, dann können wir hier nämlich runter. Ich glaube, jetzt in den Bereich, wo wir vorher nicht hinkamen. Das ist einer von den Soldaten. Hallo Magnum. Guaranteed to give you a headache. Das auf jeden Fall. So, dann dürfen wir auch hier alles haben. Sehr schön. Dann speichern wir nochmal in dem Aufwachzimmer ab und gehen dann in den Keller. Ich glaube, die Magnum packe ich auch erstmal noch weg. War ja erfolgreich. Ja, da geht's zum Barge. Okay. Hallo Hunter. Hey, das Ausweichen funktioniert ja noch. Dreist. Oh, muss gucken, ob wir noch was Kleineres da haben zum Heilen. Ich glaube, du hältst noch nicht so viel aus wie Carlos. Leider nichts mehr kommt, dann wohl her, komm. Ich einfach mal ohne. Aber ich wollte die Magnum noch ablegen. Ohne Sachen hier rein. Ohne Heilung. Ich hoffe, es geht gut. Carlos hatte jetzt irgendwie zu viel Heilung. Dir wird es jetzt langsam wieder knapp, meine Liebe. Und ich glaube, wir sollten langsam auch mal wieder gucken, ob es hier wieder Dings gibt. Ja. Figuren. So, hier gibt es wieder Sachen mitzunehmen. Dann schauen wir doch mal. Ah ja. Wo eigentlich? Das war's. Hier noch was Tolles gibt. Interessant, dass sie quasi jetzt die auch die Karten hat, die Carlos ja vorher mitgenommen hat. Sprengstoff. Habe ich es gerade hier klackern hören? Du klackerst hier gerade. Ah ja.
So, dann dürften wir hier alles haben. Okay. Ich schätze mal, hier geht's nach unten. Hoffentlich ohne allzu große Zwischenfälle. Zack, Nemesis kommt. How is it no one in the hospital ever noticed all this? Ja, es gab halt die verbotene Tür. Und da durfte halt keiner durch. Ach, hallo Kraut. Aber doch wieder Heilung. Sehr gut. Netterweise auch alles mitgenommen. So, ich schätze mal, da geht's weiter. Nicht so viel, aber sicher gelohnt. Sehr schön. Eine Gürteltasche. Sehr gerne. Noch was zu lesen. Ne, speichern wollte ich gerade nicht. Ich wollte erstmal das lesen, danke. Fahrstuhlnotiz. An alle Mitarbeiter. Wir haben ein Problem mit dem Schaltkasten festgestellt, in dem die gleichzeitige Verwendung von Schwermaschinen ihn überlädt und die Sicherung durchbrennen lässt. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen und den Aufzug nicht zum Laufen bringen können, bleiben Sie bitte ruhig. Sammeln Sie die Sicherungen von den im Lager aufgestellten Hilfsgeneratoren und starten Sie damit den Hauptgenerator so schnell wie möglich neu. Aha, wir müssen Sicherungen suchen, wie es aussieht. So, dann hätte ich gerne, sag ich mal, zweimal grünes Kraut hier. Dann mache ich mir ein großes Kraut. Klappt das? Zack. Jawohl. Quasi 3G-Kräuter. Sprengstoff und Schießpulver packe ich dann mal weg. So, und auf einmal haben wir richtig Platz. Im Inventar. Sehr cool. So, das können wir jetzt speichern. So viel habe ich tatsächlich beim zweiten Teil nicht gespeichert gehabt. Aber hey, ich meine, wir können es ja machen. Hier geht es auch weiter. Dann will ich, glaube ich, erstmal in den Nebenraum gucken. Das hat sich erledigt. Okidoki. Ah, guck mal. Unser Freund Nick. Ich glaube, wir sollten die Magnum nehmen. Wir haben gespeichert. Den Sprengstoff bitte mitnehmen. Ja, sonst scheint aber hier noch einiges zu sein. Na du? Man schwer vertieft in seine Gespräche. So, da können wir wieder hochlaufen. Okay, ihr scheint einigermaßen tot zu sein. Na gut.
I respect your tenacity, but I'm afraid our games end here. You think this is over? So, hier brauchen wir dann die Sicherung, die wir reinpacken müssen. Das gucken wir dann mal in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.